Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der zweite Teil meiner Miniserie über meine dreitägige Wanderung im ecuadorianischen Hochland-Amazonas-Dschungel. Wenn dir dieses Video und solcher Content generell gefällt, dann supporte mich doch ein wenig, indem du dieses Video likest, es mit deinen Freunden teilst und diesen Kanal abonnierst. Dann verpasst du auch nicht die weiteren Folgen dieser Miniserie. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist irgendwie jetzt so halb bis mitten in der Nacht, glaube ich. Mein Guide Louis baut sich gerade ein Dach über sein Zelt. Ich habe ihm jetzt noch mal einen Poncho geliehen, dass er das als Dach für sein Zelt nimmt. Sein Zelt ist ja übrigens völlig Schrott. Also die eine Stange ist gebrochen und der verankert das auch nicht mit Haken oder so. Nein, es ist okay für ihn. Er läuft jetzt hier noch irgendwie durch den Wald und sucht irgendwas. Und in der Ferne fängt es an zu grummeln. Ja, guten Morgen. Erste Nacht im Dschungel verbracht. War gut, ich habe gut geschlafen, gut gelegen. Hängematte ist bequem. Ich habe hier halt mein auflassbares Kissen, damit mein Kopf so nach hinten fällt. Das brauche ich immer, mein Kopf muss nach hinten fallen, sonst schlafe ich nicht gut. Ja, und hier könnt ihr mal meine Aussicht sehen. Da ist der Kollege schon irgendwas am Machen. Ich bin zweimal aufgewacht, weil ich Albtraum hatte, dass ein Jaguar hier rumläuft. Und musste auch zweimal raus zum Wasser lassen. Aber ansonsten war die Nacht okay. Ich habe nie so ultra lange gebraucht, um wieder einzuschlafen. Das ging. Ja, und jetzt werde ich mal aufstehen und die Sachen wieder zusammenpacken. So, ich habe ewig gebraucht, um alles zusammenzupacken. Jetzt bin ich fertig. Mein Hemd stinkt wie ein Iltis, wirklich. Ich habe noch nie so gestunken, glaube ich. Das ist nur noch einem Tag. Hier ist jetzt das Feuer angemacht worden in der Zwischenzeit. Er hat sich schon gebadet. Und jetzt wird die Riesenschnecke gekocht. Ich habe ihm auch angeboten, dass ich meine Haferflocken mitte und Rosinen mit ihm teile. Aber es ist ja auch hier ein Survival-Kurs und deswegen lerne ich auch, was man so essen kann. Aber ich werde mich jetzt auch noch mal baden, ey. Und vor allem das Hemd waschen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Weißt du all die ganzen Sorgen fort? Und wenn du sehr gemütlich bist und etwas nach verdichtet ist, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Mein Guide trinkt das Wasser aus dem Fluss übrigens so, aber ich filter das hier mit meinem Gray Wasserfilter, habe ich mir beim BW Online Shop gekauft. Ich will da kein Risiko eingehen, nicht dass ich nachher die Scheiße reinkriege. Und jetzt wollen wir aber ohne die Sachen nochmal rüber auf die andere Flussseite und da hinten versuchen zu angeln. So, das ist mal die Angel. Das ist einfach ein geschälter Stock. Und hier oben hat er die Angelsehne ganz oft rumgewickelt. Und unten ist jetzt einfach ein riesiger Haken dran. Ey, ob man mit so einem riesigen Haken hier was fängt, aber naja, das muss er wissen. Er ist ja anscheinend der Profi. Und jetzt gräbt er da hinten nach Würmern. Der läuft übrigens halbnackt und barfuß durch den Dschungel hier. Also. Er hat sein Messer beim Wurmsuchen kaputt gemacht. Und hier war er zwischen. Weil du noch so wenig Nadel, oder? Ich habe jetzt hier mega lange versucht zu fischen. Auch Louis hat es vorher versucht. Und an ganz vielen verschiedenen Stellen. Aber es waren nur ein paar kleine Bisse so. Und das waren nur ganz kleine Fische. Der hat auch nur so einen riesen Haken mitgebracht. Und er hat jetzt in der Zwischenzeit, während ich gefischt habe, eine Palme gefällt. Und jetzt gibt es gleich Palmherz.
Ich gehe jetzt mal zurück zu ihm und dann wird gefrühstückt. Bueno, aquí vamos a desayunar un desayuno de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, tenemos el palmito, de cualquier palma se puede coger la parte tierna, es comestible. Aquí tenemos, ayer encontramos, ¿no? Encontramos el caracol. Y este es una planta bastante ácida que nos va a ayudar muchísimo como un postre. Ah, okay. Así que buen provecho. Gracias, chévere. Y jetzt bin ich doch erstaunt. Wie wenig von dieser Schnecke, also scheinbar hat er sie gekocht und dann nochmal so gegrillt und deswegen ist das jetzt so klein zusammengeschrumpft. Es ist sehr hart, wahrscheinlich unglaublich zäh. Also ich probiere erstmal das Palmherz. Oh wow, das ist ja super, super weich. Sehr saftig, relativ saftig. Ganz, ganz, ganz milde wie Karotte. Ich probiere mal die Schnecke. Lecker, lecker. Lo cocinaste y después lo asaste. O sea, está como asado, ¿no? Sí. Normal, sabroso. El desayuno. Okay, schmeckt nach. Vivir en la selva es lo más lindo. Sí. Yo siempre digo que la selva es como un supermercado. Sí. La selva tiene todo. Tiene agua, tiene medicina, comida, todo. No hay. Also schmeckt nicht schlecht, ist sehr zäh, aber kann man essen. Es ist halt der Kopf, den man abschalten muss, dass man hier so ein schleimiges Ding isst, ne? Aber es ist ja nicht mehr schleimig. Ei, das schmeckt eigentlich nach Ei. Genau, gekochtes Ei. Salziges, gekochtes Ei. ¿Le echaste sal o es así? No, le eché sal. Ah, okay. Also er hat da Salz rangemacht. Und sagt er jetzt. Also ich habe noch so ein bisschen ein Ekelgefühl im Kopf, aber geschmacklich ist es eigentlich völlig okay. Schmeckt nicht schlecht, aber es ist halt echt der Kopf. Und ich habe ja eigentlich seit 10 Jahren vegetarisch gelebt. Also. Und das hier habe ich übrigens mittlerweile auch schon probiert. Den roten Stängel. Lässt sich sehr gut essen. Schmeckt wie ein sehr saurer Apfel. Wie so ein saurer, grüner Apfel. Und ist überhaupt nicht faserig. Besteht fast nur aus Wasser. Also, es geht wieder weiter. Ich versuche es heute mal mit 2 Paar Socken. Ich habe mir mit Kabelbindern die Zehen zusammengeschnürt, dass der große Zeh weg von der Druckstelle kommt. Noch habe ich keine Blasen. Ich hatte ja gestern präventiv Blasenpflaster. So. Aber jetzt ist alles gepackt. Heute geht es den Berg rauf. Es wird anstrengend. Und steil, sagt er. Wir laufen jetzt gerade 5 Meter oder 4 Meter vom Weg ab, querfeld ein. Und jetzt geht's hier den Berg hoch. Da. Das musste ich euch eben zeigen. Hier so eine Art Stabheuschrecke. Super abgefahren. Okay, lauf weiter, Freundchen. Ja, und ich kletter hier gerade wirklich den Berg hoch, wo kein Weg ist. Mit Händen und Füßen an Wurzeln und Pflanzen. Schweißtreibend, ey. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich stink echt wie eine Massentierhaltungsanlage. Ey.
wie 30 Älteste in einem Käfig. Jetzt zieht euch mal diesen monumentalen Baum rein, der über einen Fels gewachsen ist. Alter Schwede, sind hier alles lang Wurzeln. Die sind so dick über uns, die Bäume. Also wir laufen gerade ein bisschen flacher, wie ihr seht. Ach was, das sind zwei Bäume. Wie krass. Vielleicht kommt noch mal eine stärkere Steigung über 20 Minuten. Und dann sind wir oben auf dem Gipfel. Und dann laufen wir auf dem Gipfel entlang. Er wartet immer brav auf mich. Okay. Komm, Imano Sussi. Also, wir haben uns Rucksäcke abgelegt. Und diesen monumentalen Baum, sagt er, klettern wir jetzt hoch. Da oben ist ein Aussichtsding. Ich weiß nicht, ob er damit eine richtige Plattform meint oder einfach nur ein Ast, auf den man gut gucken kann. Er meint, da unten lebt irgendein Vogel. ¿Qué es? ¿Es una ave? Sí, es una ave. Pero no vuela. Es pichón. Pichón. Vamos, vamos. ¿Comemos o no comemos? ¿Comemos o no comemos? ¿Tú lo quieres matar? Están en peligro de extinción estos. No, no lo comemos. No, no, no. Vamos a encontrar otra cosa. Er hat mich gerade gefragt, ob ich den essen will. Sollen wir den essen oder nicht? Meint, ich will den essen, meinte, der ist vom Aussterben bedroht. Meinte ich, nee, nee, den essen wir nicht. Puedes caer porque. Sí. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Aufnahme eben geklappt hat, als ich die auf dem Kopf hatte. Also, wir klettern doch gar nicht den Baum hoch, wir sind nur hier auf den Fels geklettert. Und hier stehen wir jetzt zwischen den beiden Bäumen. Und hier kann man so ein bisschen, auf der GoPro sieht man es kaum, da sieht man so einen Berg. Und dahinter, das ist schon ein bisschen zu hell. Mira, este es medicinal. Huele. Este es matico. Este es matico. Das hier ist eine medizinische Pflanze, die für Lungenentzündung oder ähnliches oder Atemwegsentzündung genutzt wird. Die haben die Einheimischen wohl wegen Covid auch genommen. Hier, aber. Sieht halt für mich wie eine ganz normale Pflanze aus. Ne? Wir sind jetzt nur noch ein Stück weiter gegangen von dem Baum, 20 Meter oder so. Und hier werden wir jetzt schon Camp aufschlagen. Es ist kurz nach 3 nachmittags. Und dann werden wir, wenn alles aufgeschlagen ist, suchen wir noch Feuerholz. Dann gucken wir uns noch ein paar medizinische Pflanzen an und suchen unser Abendessen. Also ich habe jetzt den Boden hier gesäubert, einfach damit man weiß, wo man hintritt, wenn man aus dem Bett kommt, damit man so ein bisschen klare Umgebung hat und sich nichts im Laub verstecken kann, keine Schlangen oder Spinnen oder sonst was, dass man so ein bisschen bessere Übersicht einfach über den Boden hat. Er baut hier wieder sein kaputtes Zelt auf
Er hat relativ dick unten so Pflanzenwedel drunter gelegt. Und jetzt hat er hier einen Stock gespannt, um sein kaputtes Zelt zu spannen. Das ist mit Lianen festgebunden. Und da hängt er einfach die Spitze drauf auf. Ich gehe jetzt an meine Hängematte. Übrigens, wenn ich da mit der Machete über den Boden gehe, dann mache ich das natürlich so mit der Rückseite, nicht mit der geschärften Kante. Ja, und jetzt hänge ich mal erstmal das Tarp auf und dann die Hängematte. Heute hänge ich das Tarp mal richtig schön hoch auf, dass man da drunter einfach bequem stehen kann auch. Das ist übrigens die Amazonas Ultralight Hängematte. Sehr klein, sehr dünn. Das ist das Ultralight Tarp. Auch aufs Minimalste reduziert, also es deckt wirklich nur das ab, was man braucht. Beziehungsweise es könnte natürlich noch schmaler sein, aber ich habe es heute mal etwas höher gehängt. Jetzt kann ich hier drunter fast stehen. Hier am Ende kann ich gerade stehen. Sehr geil. Und hier habt ihr, hier habe ich die Aussicht runter, den Berg runter. Also wir sind hier auf dem Kamm. Und ja, er baut hier weiter fleißig an seinem Ding. Denn wie schon gestern erwähnt, er hat kein regenfestes Zelt. Er muss sich ein Dach bauen. Und tüftelt hier mit Stöckern, die er in den Boden rammt, und Lianen, die er festnotet, baut er sein Zelt richtig auf. Also auch spannend. Richtiges Bushcraften hier, trotz Zelt. Und ja, es wird, glaube ich, aber mal Zeit, dass er mal ein neues Zelt sich besorgt. Hier hat er auch selbstgeschnitzte Heringe hier nochmal befestigt mit einem Stock, der im Boden steckt, und Lianen. Hier auch selbstgeschnitzter Hering drin, auch nochmal mit Liane nach da befestigt. Also spannend, was der hier macht. Das Festbinden von meinen Zehenspitzen hat gut geklappt. Also heute tut es an der Stelle, wo es gestern echt unangenehm war, tut es heute nicht so weh. Es ist leicht unangenehm, aber die Zehen werden natürlich so ein bisschen zusammengedrückt. Das ist ein bisschen unangenehm, aber es tut nicht weh. Also es hat echt geholfen. Er hat jetzt hier einen toten Baum gefällt. Und guck mal, wie er den kleinen macht. Ohne sein Messer. Der ist aber auch schon sehr, sehr trocken, der Baum. So, und hier hängt noch ein loser Morscher im Baum. Und damit der nicht auf meine Seite runterkrachen kann, hier, habe ich da eine Liane drum geschwungen. Und die habe ich da am Baum befestigt. Falls sie runterfällt, wird er mehr von meinem Schlafplatz weggezogen. Und läuft nicht so Gefahr, drauf zu knallen. So, und jetzt haben wir Feuerholz. Wir haben das Lager aufgebaut. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir zum Essen finden. Der Pilz ist jetzt hier schon ein bisschen kaputt, weil er draufgetreten ist. Aber er sagt, das ist auch ein Medizinalpilz. Ah, also das hilft Wundheilung, ja, genau, Wundheilung, meint er mit Cicatrizante. Ja, sehr spannend, abgefahrene Farbe. So, hier wird gerade die Küche eingerichtet, obwohl wir noch kein Essen haben. Und gleich gehen wir, glaube ich, mal los. Und er hat immer noch Empfang, wie man hört. Wir sind auf der Suche nach Pilzen zum Abendessen. Und ich habe hier noch Haferflocken, Mandeln, Walnüsse und Weintrauben als Notfrühstück ist. Aber mal sehen, wenn wir nichts finden, dann essen wir das. Und den Vogel vorhin, der vom Aussterben bedroht ist, den wollten wir ja lieber nicht töten. Hier ist der Blanco Key. Ah, bueno, es chiquito. Sí, este es bueno. ¿Sí? Una mariquita. Lo que se oye son loros. Esto, esta es la planta caminante. Caminante. Sí. Así lo conocen, porque esta palma, ajá, normalmente las raíces siempre salen por donde más coge el rayo solar, el rayo de la luz. Acá arriba, en la alta, ajá, Amazonía, utilizan para que no ataque el oso. El oso o el jaguar, aquí se meten. Ya, mira, okay. Se meten aquí.
Entonces, como esto tiene espinos, ajá, mira, como esto tiene espinos, le ponen un palo aquí, aquí, no puede atacar ahí. Porque okay, si mete la mano, sí, va a jalar el tigre, el jaguar, y entonces va a lastimarse. Sí. Mira, entonces es protección esto. Dice que normalmente puede llegar a caminar 10 centímetros al año. Ah, sí. Hat er gerade irgendetwas gesehen? Irgendwas hat sich bewegt? Jetzt ist er scheinbar auf der Jagd. Huevos. Ich soll da irgendwie Eier suchen. Also hier hat er so eine Art Trauben gefunden. Die saugt man aber nur aus, die Schale isst man nicht. Süßlich, ein bisschen vergoren. Ah, hat nicht viel. Großer Kern drin. Ja, schmeckt gut, ey. Ist aber leider nicht viel drin. Der Kern ist sehr groß. Fast so groß wie eine Mandel. Ja, schmeckt leicht vergoren. Und hier ist ein Fruchtbaum. Aber der ist leider umgekippt. Und die Früchte sind noch nicht ganz reif oder viele davon. Aber so ein paar sieht man, die reif sein könnten. Versuchen wir jetzt gleich mal dran zu kommen. Also das hier ist die Frucht. Aber die ist noch unreif. Schmeckt ihm nicht. Geht voll. ¿Es que amargo o no, qué? No, es como agrio. Ay, es duro. Sí, duro es. ¿Y cocinando no? No, este es duro. Siempre hay que comer sin cocinar. Ja, die ist halt unreif. Schmeckt nicht. Schmeckt nach nichts eigentlich. Das hier, yo vine por esto. Esto es rico para comer. Hat mir gerade gezeigt, also dieser Farn hier, die Spitzen davon, das was jünger ist, kann man auch essen, muss man aber kochen. Braucht man auf jeden Fall. Er meint, brauchst unbedingt einen Topf bei dir, um zu überleben, um Sachen zu kochen. Das kocht man hier, so nimmt man so die Spitze ab, hier hat er die Spitze abgenommen, kocht man das und dann hat man Notnahrung. Mira, esta planta tiene penicilina. Penicilina? Sí. Ah. Esto es muy bueno para la gangrena. Cuando tú tienes una herida, ajá, y por la diabetes se va comiendo grande, 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 ajá, grande. Tú puedes machacarle, uh-huh, y colocarle así de esta manera. Esto pones en la herida. Ajá. Penicilina, no me acuerdo qué hace la penicilina, es como... Es un antibacterial. Antibacterial. Mira después cómo se transforma. Ahí está. Ah, aquí. Está, ok. Hier hängen auch irgendwelche Früchte. So gelblich. No, no se cae nada, ¿no? Es duro. Also, hier ist diese tote Palme oder was auch immer das ist, wo die trockenen Blätter sich aufrollen. Und er meint, das nutzt man als Blasrohr. Hat Ende abgeschnitten. Und ich glaube, er will das mal als Demonstration mal machen. Ich glaube, er macht gerade einen Pfeil. ¿Y qué le vas a poner al final para que tape el tubo? ¿Para que se sopla? Vamos a poner. Vamos a buscar el tela de la tela de la araña. Ah. La tela de la araña se pone aquí. Ah. Para. Como algodón. Sí. ¿Has visto? Es sigue para cazar cosas chiquitas, ¿verdad? Pajaritos, pajaritos. Sí. Yo veo un pájaro ahí y yo puedo matar con él.
Ah, ja. Er sammelt hier jetzt gerade Spinnennetz, um das als Propfen für die für den Blasrohrpfeil zu nehmen. Vorhin haben wir einen Ozelot gehört, hat hier so rummiaut in der Ferne und ein Uhu, sowas wie ein Uhu haben wir gehört. Er sagt immer direkt gleich, was alles ist. Wir haben dann noch eine Weile am Feuer gesessen, während Luis mir lokale Legenden der Quechua erzählte. Am Vortag hatte er mir angeboten, die Ayahuasca-Zeremonie mit mir zu machen, also erklärte er mir jetzt, wie die Medizin funktioniert, was sie bewirken soll und was ich bei der Zeremonie zu tun habe. In der Ferne blitzte es am Himmel und ein paar Leuchtkäfer zogen ihre Kreise durch die Baumkronen. Mit jeder Stunde, die verstrich, wechselten die Stimmen im nächtlichen Regenwald. Das Feuer brannte langsam runter. Und so endete mein zweiter Tag im Dschungel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du auch die weiteren Folgen dieser Miniserie nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.